Guten Morgen, wir sind heute in der Gemüsegärtnerei in Kalkkriese, eine Biolandgärtnerei, die gibt es schon seit Anfang der 80er Jahre. Und wir begleiten die Gärtner heute einfach mal bei ihrer Arbeit und schauen mal, wie so die schönen Früchte, wie zum Beispiel die Tomaten hier, angebaut werden. So, ich bin jetzt bei Tobi, einem der Chefs hier in der Gemüsegärtnerei Kalkkriese. Tobi, du bist auch schon lange dabei, glaube ich. Ihr habt kürzlich die Führung hier übernommen. Wie ist das hier so als Chef zu arbeiten? Im Prinzip mache ich nichts anderes als vorher, aber ich darf alles machen. Das ist ganz schön. Ich bereue das nicht. Ach. Und heute darf ich dir zeigen, wie man Gurken erntet. Ja. Ich habe dir extra ein paar schöne Gurken. Guckt euch das an. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Du kommst zu einem richtigen Zeitpunkt. Ich freue mich, dass ihr uns unterstützt. Sehr gerne. Lass uns loslegen. Schnapp dir mal drei Kisten. Ja. Du behältst immer nur eine Reihe im Auge, damit du auch gar keine vergisst. Und du fängst an mit hier die Gurke. Die sollte 200 bis 300 Gramm wiegen. Das hat die. Die hat einen Abschluss. Die darf nicht zu groß. Denk an deine Haberkisten. Die müssen da auch reinpassen. Die erntest du jetzt? Ja. Könnt ihr so eine Gurke jetzt noch verkaufen oder dürft ihr die verkaufen? Die ist, glaube ich, sogar noch in der Norm. Außer etwas krummere Gurke darf rein. Wir haben jetzt zum Glück die Direktvermarktung und den direkten Austausch mit den Kunden. Mhm. Und du weißt doch, das ist auch ein Liebhaber für diese krumme Gurke. Natürlich. So, ja. Und gerade im Biobereich sollte man ja schon ein bisschen auf Verschwendung und sowas achten. So sieht's aus. So, und dann noch weniger, ne? Eben, wo soll sie hin? Die Pflanze hat dafür ja nun auch gekämpft. So, was man hier auf jeden Fall schon mal merkt, Bioanbau ist häufig echte Handarbeit. Also ohne die Hände geht im Biobereich gar nichts. Vor allem in so einer Gemüsegärtnerei, da gehört einiges dazu. Allein, wir kommen vielleicht nachher auch noch zum Unkrautgärten und sowas. Das sind alles Dinge, die im Biobereich gemacht werden müssen oder auch von Hand gemacht werden, um eben auf den Einsatz von der Chemiekeule verzichten zu können. Und das erklärt dann auch wiederum, warum Bioprodukte häufig etwas teurer immer sind als konventionelle Produkte, weil da einfach immer deutlich mehr Arbeit drin steckt, wie ihr hier auch direkt seht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber so sehen dann die Arme aus, wenn man ungeschützt durch die Zucchinis geht. Also zwei Reihen Zucchini später merkt man es auf jeden Fall, aber es geht wieder weg. Und jetzt geht es zum nächsten Feld. Denn der Salat muss auch noch geerntet werden. So, jetzt sind wir auf dem großen Acker angekommen. Insgesamt sind das 12,5 Hektar. Vorsicht, Fußballfeldervergleich, das sind 18 Fußballfelder ungefähr, auf denen die Gärtner hier Obst und Gemüse, vor allem Gemüse anbauen. Und wie ihr seht, ist das nicht idyllisch, so auf dem Samstagmorgen. Kann auch gar nicht schöner sein. Tobi kommt jetzt auch gerade schon mit dem Trecker und mit den Salatjungpflanzen. Und jetzt gehen wir weiter in den Salat. Was hast du hier in der Lieblingstätigkeit, was du am liebsten machst? Ja, Chicorée ernten. Das mache ich am allerliebsten. Am allerliebsten. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag kannst du Chicorée? Tag. Die ganze Woche ist ganz eher. Der piekst nicht wie die Zucchini. Das Wetter unabhängig. Wir können Musik hören. Er ist indoor. Ja. 15 Grad Treibtemperatur ist angenehme Arbeitstemperatur. Also. Man ist immer nett mit Kollegen, kann sich unterhalten. Man arbeitet immer im Team. Das macht mir besonders viel Spaß. Ja, doch, da ganz klar. Chicorée. So, wir haben vorher auch mal die Leute gefragt, was sie denn so von euch Gärtnern wissen wollen. Ja. Da kam zum Beispiel die Frage, was ist denn dein Lieblingsgemüse? Ja, das ist eine Menge. So, ich esse gern Chicorée, ich verkaufe ihn aber viel lieber. So, ich baue ihn total gerne an. Ich baue alles gerne an. Und ich habe nicht ein Lieblingsgemüse. Mindestens 24. Was musst du der ideale Gärtner mitbringen, wenn er Gärtner werden möchte oder Gemüsegärtner werden möchte? Motivation. Und Spaß am Beruf. Und teamfähig muss er sein. Aber ansonsten? Man muss Lust darauf haben, Gemüse anzubauen. Und Interesse. Dann geht der Rest von ganz allein. Übrigens, so sieht das dann aus, wenn das kurze Wege sind im Bioanbau. Hier wächst der Salat auf dem Feld und hier vorne in der Halle, da wird der Salat dann
gewaschen und direkt in die Biokisten verpackt. Sprich, vom Acker bis in die Kiste sind es vielleicht 200 Meter und dann sind die auch bei euch. So, Frühstückspause ist zu Ende. Jetzt hat es allerdings angefangen zu regnen, wie ihr hier vielleicht seht und hört. Deswegen haben wir uns jetzt mal nach drinnen verzogen und wir gucken mal, was der Leon, der einer der Auszubildende, jetzt macht. Der ist nämlich gerade bei der Pepperoni. Ja, ich bin jetzt bei Leon. Leon ist Azubi im zweiten Jahr. Im dritten jetzt. Jetzt genau. Im dritten. Wie bist du eigentlich so dazu gekommen jetzt hier? Oder hast du überlegt, du machst jetzt Ausbildung zum Gärtner mit Fachrichtung, ist das Gemüsebau? Das ist Gemüsebau, genau. Gärtner im Fachrichtung, in der Fachrichtung Gemüsebau. Ich bin da eigentlich quasi mehr oder weniger reingerutscht. Ich habe vorher in einer Gastronomie gearbeitet, wo wir auch hauptsächlich biologisch und regionale Lebensmittel verarbeitet haben. Und hatte immer schon irgendwie einen Hang dazu, in die Richtung zu gehen. Und bin dann über einen ehemaligen Schulkameraden, der hier vor mir die Ausbildung gemacht hat, hier an den Betrieb geraten. Und der hat mich hier quasi reingezogen. Und seitdem bin ich hier und überglücklich. Also macht tierisch Spaß. Was macht dir irgendwie am meisten Spaß an dem Beruf oder an der Ausbildung? Also im Grunde eigentlich alles. Aber ich gehe ziemlich drin auf, wenn es um Pflege geht. Also die Kulturen pflegen, am Leben erhalten, gucken, was deine Pflege bewirkt, wie die Pflanze darauf reagiert und sowas. Das macht schon ziemlich viel Spaß. Aber ansonsten, die Ernterei ist super, das Waschen, das für die Vermarktung vorbereiten, eigentlich das Rundumpaket, ja. Finde ich super. So, die Samstagsschicht neigt sich so langsam dem Ende. Ich bedanke mich, Tobi, dass wir hier schön sein durften, dass ich, wir bedanken dass uns ich auch sogar mitarbeiten durfte und mithelfen durfte. Das uns hat es großen immer Spaß gemacht. Ja, mir auch auf jeden Fall. Das kannst du gerne öfter tun. Dankeschön, ja. Bis bald. Bis dann, ne? So, kurz vor 13 Uhr, die Samstagsschicht geht hier auf der Gemüsegärtnerei Kalkriese vorbei. Wir haben einiges erlebt heute, wir haben viel geerntet, Gurken, Tomaten, Zucchini. Ihr habt ein bisschen was mitbekommen, wie so das Leben als Gärtner ist oder als Biogärtner, muss man ja sagen, und was so die Unterschiede sind vielleicht zum konventionellen Anbau. Ja, da gibt es natürlich noch viel mehr Sachen zu erzählen, so Themen wie Fruchtfolge, Gründüngung, wie bereitet man den Boden am besten vor, aber das würde jetzt für diese kleine Reportage zu weit führen. Das können wir dann vielleicht an anderer Stelle nochmal erzählen und vielleicht schauen wir dann nochmal hier in der Biolandgärtnerei Kalkriese vorbei und ansonsten sage ich bis dahin, ciao.